sichtlich geschafft, aber mit einer gewissen Zufriedenheit kamen die Teilnehmer der diesjährigen Zwei-Länder-Krankenhaus-Radtour an. Der Startpunkt war das Sana-Klinikum in Brna, das Ziel war die Asklepios-Klinik in Weißenfels. Die Strecke mit einer Länge von über 40 Kilometern, mit Abstechern in der Zwenkauer Helios-Geriatrie, war wiederum ambitioniert. Klar, dass ich am Ende auf die bereitgestellten Erfrischungen gefreut wurde. Doch ging es nicht nur darum, Kilometer zu schrubben, der Weg war das Ziel, wenngleich Reifenpannen für Verzögerungen sorgten. Der Weg führte an landschaftlichen und historischen Sehenswürdigkeiten vorbei, so zum Beispiel dem Wunderbrunnen in Segel bei Pegau. Ambitioniert war dann auch die Rückreise. Wer von den Teilnehmern nicht aus Weißenfels kam und nicht Bahn fahren wollte, hatte am Abend noch einmal viele, viele Kilometer vor sich.